Gott, ich will wieder ein ausgemistet Video machen, wenn ich Platz hätte. Ja, ich fange auch gleich mal an, weil diesmal ist es ein bisschen mehr. Und ja, also fange ich gleich mal an. Ich habe auch ein bisschen in Körperpflegeprodukte aussortiert, da bin ich ganz stolz auf mich. Und zwar habe ich dieses Ding hier aussortiert. Es riecht urkomisch. So hat es am Anfang nicht gerochen. Boah. Das hat am Anfang viel, viel besser gerochen und deswegen werde ich es jetzt entsorgen. Weil ich habe schon so lange im Bad, also im Kasten stehen und ja. Das werde ich aber wegschmeißen. Und das werde ich nicht wegwerfen, das werde ich jemandem schenken, der es halt haben will. Ich habe halt auch eine Verlosung geplant. Ich könnte es vielleicht verlosen, weil es schaut noch ziemlich in Ordnung aus und ich habe es noch nie offen gehabt oder benutzt. Also, oder habe ich es mal offen gehabt? Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ihr wollt, viele haben ja unter meinen Videos geschrieben, wenn ich so viel habe, soll ich ein paar Sachen verlosen und ja. Wenn es jemand von meinen Freunden nicht haben will, könnte ich es verlosen. So, könnte ich es machen. Dann habe ich die beiden. Ich glaube, das könnte meine Mama nehmen, weil ich weiß nicht, ob ihr das zusagen würde vom Duft, aber ja, das ist das Hamamelis von Yves Rocher. Ich rieche mal dran. Aber eigentlich will ich es gar nicht weggeben. Das riecht nämlich gut. Außer die Bodylotion. Bah! Ich glaube, die Bodylotion ist hin. 6 Monate haltbar nach dem Öffnen. Oh, oh Gott! Okay, das Duschgel, glaube ich, ist noch in Ordnung. Oh, von dem Duschgel gibt es eine Nachfüllverpackung. Aber ich glaube, die Bodylotion ist kippt. So hat die am Anfang nämlich nicht gerochen. Die hat genau gleich wie das Duschgel gerochen. Ich glaube, das werde ich entsorgen. Und ich weiß nicht, ob ich das Duschgel jetzt behalten soll. Ich finde nämlich, es riecht gut. Ich lasse noch auf der Seite. Also ich gebe das mal nicht weg. Ich weiß, ich bin echt ein Horror. Dann habe ich noch 2 letzte Körperprodukte. Die waren, so viel ich weiß, noch nicht offen. Und die würde ich verlosen. Da würde ich auch das Duschgel dazu packen und die beiden würde ich verlosen, wenn es niemand haben will von meiner Familie. Das weiß ich eben nicht vorher. Und mir ist immer lieber, sie nehmen das, als ich gebe das euch, weil dann kaufe ich lieber neue Sachen für euch. So bin ich eher. Also ich würde das nicht wollen, dass mir jemand was gibt, was schon mal offen war. Weil da steht ja immer ein Haltbarkeitsdatum nach dem Öffnen. Und ich bin da ein bisschen heikel. Also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr dazu steht. Dann habe ich hier noch Kosmetik. Ich habe ein paar Blushes aussortiert. Und Leute, wenn ich Blushes aussortiere, dann heißt das was. Weil ihr kennt mich. Ich habe eine Blush-Sucht. Wenn ihr mal... Ihr habt sicher schon das Sammlungsvideo gesehen. Ihr habt es gesehen, wie viel ich habe. Da waren es aber noch nicht aussortiert. Und jetzt habe ich eben aussortiert. Und ja, ich werde ein paar Sachen meinen Freundinnen natürlich schenken. Und ein paar meiner Schwester. Weil sie hat auch gesagt, sie will welche haben. Als allererstes. Oh, ich habe irgendwie ein klebriges Auge wegen der Mascara. Als allererstes habe ich mal das hier. Ich weiß nicht, ob ich das noch herschenken soll, weil es ist auch schon sehr alt. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich es herschenke. Weil das ist halt wirklich sehr alt. Das ist von Alverde noch so eine Limited Edition gewesen. Das mit den Eulen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es herschenke. Kann ich noch nicht sagen, weil es ist halt wirklich sehr, sehr alt. Dann, das habe ich nie benutzt und keine Ahnung, warum ich mir das jemals gekauft habe. Das war von dieser Rock Out LA, von diesen 2014 sogar. Oh mein Gott, das sieht man, wie alt das ist. Dieses Multicolor Blush, ich habe das noch nie verwendet. Ich frage mich, warum ich mir das gekauft habe. Mir gefällt das nicht einmal. Ich meine, das Lila finde ich zwar schön und das Rosa. Ihr seht ja, es ist nicht benutzt. Nicht einmal annähernd benutzt. Ich habe es noch nicht mal geswatcht oder so. Und ich wollte es dann noch nicht mehr swatchen, weil ich mir gedacht habe, warum hast du dir zum Teufel das gekauft? Und ja, deswegen werde ich es weggeben. Es war noch unbenutzt. Da werden viele vielleicht schreien. ich habe das doppelt. Ich habe das mal von einer YouTuberin bekommen, aber ich habe es halt doppelt und ich mag meines selber schon nicht so gern, weil mir es einfach zu hell ist. Ich habe meines in Aachen urgern benutzt als Rouge. Aber da muss man halt urviel drin rumrühren und
Ich finde es schön, aber ich werde das herschenken. Ich meine, es ist ja auch unbenutzt. Und ich habe es zweimal, also warum sollte ich es da behalten? Tut mir leid für diejenige, die mir das geschenkt hat und vielleicht sieht. Allgemein, wenn ihr irgendwas seht, was ich von euch habe, sorry. Sorry. Dann habe ich noch einen Rouge. Viele werden da auch schreien. Das sieht so aus. Ich habe da gestern drin rumgepopelt. Das war nämlich vorher noch nicht benutzt. Schaut's. Ich finde das so schrecklich. Das gibt keine Farbe ab. Also bei mir, ich bin so hell, man würde das nicht sehen. Ich habe es nämlich am Handrücken probiert, man würde das wirklich nicht sehen. Deswegen, ich habe ein paar Freundinnen, die dünkler vom Hautton sind. Vielleicht passt es ihnen. Weil das Rosane habe ich noch, weil das würde man sehen. Also dieses pinke Herz. Dann habe ich hier einen Liv Rocher Lidschatten. Den habe ich mir damals nur gekauft, weil ich den ja als Augenbrauenpuder verwenden wollte. Aber der ist mir zu dunkel, weil ich habe einen anderen drauf. Und seht ihr, wie fleckig das ist? Ich habe auch mein Augenbrauengel vergessen. Seht ihr, wie fleckig das ist? Ätzend. Ich mag es nicht mehr. Sage ich euch ganz ehrlich. Ich mag es wirklich nicht mehr. Noch zwei Rouge. Und zwar eines von The Body Shop. Das habe ich noch nie benutzt. Da bin ich auch gestern das erste Mal mit dem Finger reingegangen. Deswegen schaut es jetzt so staubig aus. Es ist ja schön, aber ich benutze es nicht. Dass ich sowas sage, hätte ich mir nie gedacht. Ich benutze es halt wirklich nicht. Es gab auch damals mal ein braunes. Und ja, wenn jemand sich findet, der das haben will von meinen Freundinnen... Gut, wenn nicht, werde ich es verlosen. Wenn ihr solche Sachen haben wollt, die schon mal offen sind, müsst ihr mir bitte sagen. Wenn nicht, dann... Ich würde es nicht machen, aber viele haben halt gefragt in den Videos, wenn ich davon geredet habe. Also, sag's mal Bescheid. Dann habe ich noch ein Blush. Da kann ich mir auch ganz, ganz vorstellen, wenn ich das geben könnte. Schaut auch meine Videos, mehr sage ich nicht. Das ist ein Misslin Rouge. Misslin Rouge habe ich urgern. Ich habe das andere noch. Das ist jetzt Pink Cloud. Das gibt's auch nicht mehr. Die haben das vor kurzem aus dem Sortiment genommen. Ich habe halt viele solche Döner, deswegen gebe ich es weg. Ich gebe es nicht gern weg, aber weil ich mag es sehr gerne. Aber ich habe halt urviele, die so ausschauen. Deswegen habe ich mir gedacht, gebe ich es weg. Was ja eh schon ein großer Schritt ist, finde ich jetzt. Ja, dann habe ich hier eine Lidschattenpalette. Die ich auch nie benutzt habe. Derer bin ich ja, glaube ich, urhinterhergerannt. Der bin ich wirklich hinterhergerannt. Und ich finde auch die Farben nicht mehr so schön. Ich hoffe, da findet sich jemand, der sie haben will. Und das ist von der U-Rock LA gewesen. Da war auch mal, glaube ich, ein Pinsel und ein Kajal drin. So schauen die aus, die Lidschatten. Sie sind ja schön, aber ich habe solche zuhauf. Also, ja. Dann habe ich hier zwei Creme-Lidschatten, die was auch damals reduziert waren bei P2 und ich habe mich gefragt, warum zum Teufel ich mir die gekauft habe. Sie sind schön von der Farbe her, aber das ist einmal so ein rosa und einmal so ein gelber. Ich habe davon auch noch einen Swatch-Blog-Post, verlinke ich euch unten, wenn euch das interessiert. Dann habe ich hier einen Eyeliner, den habe ich vor kurzem in einem Video gesehen. Von einer anderen YouTuberin und sie hat dasselbe Problem wie ich. Man bekommt das nicht mehr runter, wenn man das als Wimpern-Mascara-Topper benutzt. Und das sieht nämlich so aus. Meiner schaut schon urgrauslich aus. Seht ihr das? Und deswegen habe ich mir gedacht, du benutzt ihn nicht mehr, also kommt er weg. Der war aus dieser Metallure. Ein Lipgloss, den ich meiner Nichte schenken werde, weil die habe ich ja früher urgerne benutzt. Das waren ja die Tuben von Manhattan mit diesem Applikator. Jetzt habe ich gerade, der stinkt. Aber er riecht eh noch so wie früher. Und den werde ich auf jeden Fall meiner Nichte schenken, weil ich finde den schön. Der ist schön. Aber ich will ihn halt selber nicht mehr benutzen. Ich mochte die früher gerne, aber jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Da sieht man, wie sich das verändert. Oh, ein Lippenstift von Liv Rocher. Der aber nur... Warum gebe ich den weg? Ich glaube, weil mir die Farbe nicht gefällt. So sieht er aus. Kann ich den Swatch-Blogpost eigentlich auch weggeben. So sieht er aus. Mir gefällt die Farbe nicht. Ich finde, der steht mir nicht. Aber ich verlinke euch mal den Swatch-Post unten, weil da trage ich ihn auch auf den Lippen. Dann habe ich hier einen Topcoat. Crackling Topcoat, der sich geteilt hat. Kommt aber in Mist. Muss ich aussortieren. Nicht, damit ich wieder alles weghaue, was ich nicht weghauen soll. Ein paar Produkte habe ich noch. Ich bilde mir ein, das wollte mal jemand haben, weil ich das auf einem... nicht Blog-Sale auf Kleiderkreisel verkauft habe, aber die Farben sind so kacke. Ich glaube, das werde ich meiner Nichte schenken, weil die Farben, das gibt keine Farbe ab und sie sind schön. Da gab es mal auch einen Nagellack und einen Lippenstift dabei, keine Ahnung, warum ich mir das gekauft habe, aber
die Rose ist auch schön, was da drauf ist. Aber ich werde es meiner Nichte schenken, weil die, weil sie einfach. Ja, ich bin dämlich. Dann habe ich hier Lidschatten von Liv Rocher. Das war, glaube ich, mal ein Tester, oder? Ich glaube, das war ein Tester. Mir gefallen die Farben einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das jemand benutzen wird. Wenn nicht, schmeiße ich es weg, weil es ist auch schon uralt. Ja, ich fand das damals schon nicht so schön. Ich finde das auch so ein komischer Farbton. Guckt. Naja, eigentlich ist er gar nicht so komisch. Der ist gar nicht komisch, der ist schön. Ich muss es, glaube ich, nochmal probieren. Echt schlimm. Eine Nagelfeile. Komisch, dass man sich immer umentscheidet, dass man Sachen doch nicht weggibt, oder? Ich bin halt so, ich kann mich nicht so wirklich davon drehen, kennst du ja. Aber Blushes war ich brav. Eine Nagelfeile hat seine Dienste getan, ist daneben geflogen und weg damit. Ein Nagellack. Ich glaube, den habe ich getragen vor kurzem und da hat mir nicht gefallen. Deswegen werde ich ihn meiner Mom, glaube ich, geben. Wenn sie ihn haben will. Ich weiß nicht, ob das ihre Farbe ist. Es war nämlich mal so ein Chanel-Dupe, aber mir gefällt die Farbe an mir nicht. Ein Lipgloss, der mir umgekippt ist von Essence. Pfui. Boah. Boah. Pfui. Das ist von Stay Matte Lip Cream. Die mochte ich aber auch überhaupt nicht. Fand die Verpackung halt schön. Aber die ist von meinen Lippen gekrümelt. Nicht so geil. Dann einen Nagellack in Pink, Royce Red. Ich habe nämlich so viele Pink-Nagellacke, deswegen habe ich mir gedacht, gebe ich ihn weg. Vielleicht will ihn ja irgendwer von meinen Freunden haben. Stopp. Ja, schön. Sehr schön. Zwei Lidschatten. Und ich weiß, das habe ich mal gewonnen, aber ich fange damit nichts an, ich schmink mich nicht rosa und ich habe es auch noch nie benutzt. Da ist sogar der Applikator noch drinnen und das heißt schon was, wenn der noch drinnen ist bei mir. Ich glaube, das werde ich auch einer bestimmten Freundin geben, die, ja, ich sage ihren Namen nicht, weil sie schaut meine Videos und ja, sie weiß, dass ich sie meine. Ja, weil ich glaube, das sind ihre Farben. Ich glaube, das sind ihre Farben. Dann noch ein Lidschatten Quattro. Jetzt juckt meine Nase in den Staub. Das war mal aus einer Limited Edition von Miss Lean. Die gibt es gar nicht mehr, diese Vierer, glaube ich. Oder? Nein, die gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es andere Lidschatten. Ja, aber ich mochte Miss Lean Lidschatten immer schon gerne. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ja. Aber ich verwende diese Farben nicht. Sie sind schön, aber ich verwende sie nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die loswerde, weil sie sind urschön, Schatz. Ich habe schon oft damit mit mir gerungen, die wegzugeben, weil die sind mir halt zu warm. Sie sind schön, aber zu warm. Ich könnte euch mal swatchen. Ich swatch euch die mal. Und die sind so weich, wenn man da reingeht. Ich habe ja noch ein anderes Quad und ich liebe diese Lidschatten. So sehen sie auf dem Finger aus. Ich finde die wirklich schön, aber mir sind die halt die Farben zu warm. Die Farbabgabe ist auch geil, schaut euch das an. Also wenn euch das nicht stört, würde ich sie schon verlosen. Da müsst ihr mir aber auch bitte Bescheid sagen, ob ihr das mögt. Weil die ist mir zu schade wegzuschmeißen. Weil ich weiß nicht, ob meine Freundinnen solche Farben tragen. Also ich habe es schon, ich habe es auch nicht oft benutzt. Schaut ihr oft benutzt aus? Jetzt gerade mein Fingertapscher sieht man da drinnen, aber oft benutzt habe ich die auch nicht. Foolsparky, das ist eine Nagelfeile. Und ja, also ganz besonders schön finde ich den Ton und den Ton. Ja, also da müsst ihr mir sagen, weil die würde ich, ich schmeiß die schon mal da rein in die Verlosungslade. Da müsst ihr mir halt nur vorher sagen, ob ihr das wirklich wollt. Wenn nicht, versuche ich sie wegzugeben. Aber da müsst ihr mir halt noch Bescheid sagen. Ich finde sie nämlich schön und mir wäre es zu schade, sie wegzuschmeißen. Ja, das war's. Ich fühle mich ein bisschen erleichtert, dass ich ein bisschen was wieder weggegeben habe. Ich kann nicht mehr reden. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat Spaß gemacht, die Sachen jetzt endlich euch zu zeigen. Ich werde halt immer zwischendurch trotzdem noch ausmisten. In der Hoffnung, dass ich mich doch noch von ein paar Sachen trennen kann. Ihr habt ja gesehen, zwei habe ich schon wieder auf die Seite gelegt. Weil ich mir da nicht sicher bin, aber vielleicht werdet ihr die im nächsten Video sehen. Kommt ja auch oft vor, das war ja bei Ihnen, was war das? Bei Miss Lean, glaube ich, war das bei diesen Vierer-Dinger. Und bei Ihnen was noch? Bei dem war das auch so. Ich weiß aber nicht, ob ich das rausgeschnitten habe. Ja.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sagt mir auf jeden Fall bitte, 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 bitte Bescheid, ob euch das stören würde, wenn ich die Muslim-Palette verlosen würde. Und generell wegen diesen benutzten Sachen oder schon mal offen gewesene Sachen, bitte schreibt es mir da mal, weil dann habe ich auch kein Problem, wenn euch das nicht stört. Außer ihr mögt das natürlich nicht. Da müssen wir Bescheid sagen. Ja. Mal schauen, was da noch übrig bleibt, wenn sich meine Schwester und meine Freundinnen was aussuchen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, das habe ich schon gesagt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!